Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 14. Januar 2019 nach indischen Astrologie. In meinem anderen Kanal erscheint täglich die fernöstliche Tagesenergie. Mein neuer Kanal heißt Fernöstliches Liebesorakel. Und diese Tagesenergie, was dort täglich erscheint, beschreibt die Wandlung, das ist die Weisheit des fernen Osten, Yi Jing, und natürlich chinesischen Astrologie mit einem Einfluss auf den japanischen Astrologie. Seid ihr herzlich willkommen zu meinem neuen Kanal Fernöstliches Liebesorakel. Dann weitere Neuigkeiten. Ab nächstem Monat erscheint monatlich mein Newsletter. Und das könnt ihr jetzt schon abonnieren. Diese Abo ist kostenlos, fühlt euch auch zu nichts verpflichtet. Das könnt ihr per E-Mail dann schreiben, wenn ihr da Interesse habt. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Jeden Monat beschreibe ich ein Thema, was ich auch erkläre. Dann beschreibe ich die Monatstendenz, was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Und diejenigen, die mein Newsletter abonnieren, bekommen jeden Monat Angebote, was andere nicht bekommen. Und jetzt zu diesem Bild. Ganesha brauchen wir bei jedem Neuanfang. Ganesha hütet auch die Astrologie. Das passt zu diesem Tageshoroskopen. In diesem Bild sind außerdem die vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Jede vier Element ist lebensnotwendig und gleichwertig. Die Pflanzen leben davon, von der Wärme der Sonne, die Erde, was für den Boden gibt, dann die Luftelement und das Regen. Wir brauchen alle vier Elemente. Es kommen täglich die kosmischen Energien, beeinflussen unseren Alltag, beeinflussen unserem Leben. Es ist selten, dass diese Energie ausgeglichen ist. Aber wenn wir in Einklang sind zur Natur und damit bewusster umgehen, dann erkennen wir, welche Richtung sollen wir orientieren oder welches Element ist gerade betont. Die Feuerelement zeigt Aktivität, Begeisterung, Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Natürlich nicht zu viel, weil das löst Wut aus, das kann etwas verbrennen. Die Erdeelement gibt die Sicherheit und Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen und hat einen Bezug auch zu Materie, auch zu unserer Natur. Und wir brauchen dieses Bedürfnis, haben wir Menschen, nach Sicherheit und Stabilität. Wenn das zu viel ist, dann neigen wir dazu, etwas festhalten. Und das bremst uns ein bisschen, weil das macht uns unflexibel. Die Luftelement schenkt uns die Leichtigkeit, Humor und hat einen Bezug zum Kommunikation. Und hier entstehen die Gedanken, die Ideen. Wenn das zu viel ist, dann neigen wir zu Leichtsinnigkeit. Wasserelement zeigt unserem Unbewussten, unserem Träumen und unserem Gefühlen. Das ist auch wichtig, das wahrzunehmen. Aber wenn das zu viel ist, dann sind wir zu empfindlich, reagieren wir auch empfindlich, fühlen wir uns verletzt, entstehen Ängste. Oder wenn es um Träume geht, dann flüchten wir uns
zu einer Traumwelt. Also wir brauchen die Ausgeglichenheit. Und so wie die Einflüsse von außen kommen, von Sonne, Mond und von Sternen, ist nie oder selten ist es wirklich voll harmonisch ausgeglichen, aber wir können uns anpassen. Es gibt bei jedem Element drei Tierkreiszeichen. Die bewegliche ist die Tierkreiszeichen wieder. Das habe ich erwähnt ein paar Mal, dass das diese Qualität anderes beschrieben ist als im westlichen Astrologie. Also das Bewegliche, alles was in Bewegung setzt, ist wieder. Das Festhaltende, das etwas Unbewegliche, Stabile, natürlich gibt es auch sehr, sehr positive Seite, das Stabilere, dieses stabilere Element verkörpert die Löwe. Und die Dualität, was beide Seiten kennt, diese Dualität vermittelt die Schütze. Bei Erde-Element ist die bewegliche Steinbock. Das, was etwas befestigt, diese Festhaltende, ist Stier. Und die Dualität verkörpert die Jungfrau. Kann beweglich sein, aber kann auch mal abwartend sein, etwas zu befestigen, diese Festhaltende. Bei Luftelement ist die bewegliche Waage, das Festhaltende ist Wassermann und die Dualität vermittelt die Zwillinge. Bei Wasserelement ist die bewegliche Krebs, das Festhaltende ist Skorpion. Und Dualität vermittelt die Tierkreiszeichen Fischen. Suraya ist bei den indischen Götterwelt ist der Sonne. Sonne befindet sich noch im Schütze, aber exakt im Grenzbereich. Sonne übergeht jetzt dann in Tierkreiszeichen Steinbock. Aber bei Sonnenaufgang ist noch im Schütze, da kommt jetzt ein Wechsel, Suraya übergeht auf diesem beweglichen Steinbock. Kommt ein neues Monatsthema, eine neue Energie. Und in diesem Grenzbereich hat Suraya natürlich schon einen Einfluss auf die Erde-Element. Soma oder Mond befindet sich auch im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen, aber übergeht heute auf den Tierkreiszeichen wieder eine bewegliche. Also von dieser Dualität, beweglich, festhaltend, übergeht die beiden Lichter Sonne und Mond auf dem Steinbock, Mond auf dem Widder, also eine beweglichen Zeichnen. Das heißt, das ist schon Nachmittag spürbar, kommt alles in Bewegung. Sonne und Mond stehen heute in einer exakten Verbindung und das heißt, heute ist Halbmond. Und diese Halbmondposition löst eine gewisse Spannung aus. Und das könnt ihr so vorstellen, dass Sonne, Mond und Erde stehen in einer Verbindung und sie verbindet sich drei Tierkreiszeichen mit drei Elementen und fehlt die vierte Element. Heute ist Sonne in Tierkreiszeichen Schütze, Mond ist in Tierkreiszeichen Fischen, stehen heute Morgen bei Sonnenaufgang und noch kurz danach in eine Verbindung. Es löst Spannung aus und mit dieser Spannung beginnt der Tag. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also steht Sonne, Mond und Erde in Verbindung, verbindet sich drei Tierkreiszeichen
Schütze, Fischen, Zwillinge. Die drei Elemente ist Feuerelement, Wasserelement, Luftelement und als Ausgleich fehlt die Erdeelement. Und das löst bei uns was aus. Das heißt, uns fehlt das. Wir vermissen das. Wir haben dadurch eine gewisse Unsicherheit, Verlustangst und die Bedürfnis ist da nach Sicherheit und Stabilität, auch finanziell, auch beruflich, auch in die Familie, auch in die Liebe, Partnerschaft. Weil wir spüren heute Morgen bei Sonnenaufgang und diese Energie begleitet uns noch Vormittag, wir spüren, uns fehlt etwas. Und wenn die Erdeelement fehlt, dann heißt Materie, Struktur, Sicherheit und Stabilität. Und weil die Bedürfnis, und das ist ein natürliches Bedürfnis, einen festen Boden unter unseren Füßen zu haben, ein natürliches Bedürfnis ist die finanzielle Sicherheit oder ein stabiler Arbeitsplatz oder Stabilität in die Liebe, Partnerschaft, wir werden das in Ausdruck bringen. Zum Glück ändert sich schnell diese Position, weil Mond bewegt sich schneller als die Scheinbewegung die Sonne. Das heißt, Mond verlässt dann die Tierkreiszeichen Fischen und übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Und damit ändert sich schon etwas. Plötzlich stehen die beiden Lichter in Feuerelement, kommt mehr Harmonie und die Mondhaus, wo das auslöst, weil die Mond übergeht von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen Widder und hier im Widder befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Ashwini. Und das bedeutet Heilung. Das ist eine Heilenergie. Dass diese Spannung, was wir verspüren, Vormittag, kommt eine gewisse Heilung rein. Wo noch Heilung kommt, das ist die Liebe, Partnerschaft. Weil Mars und Venus stehen heute in eine wunderschöne harmonische Verbindung. Entweder, wenn wir verspüren die Verlustangst und wir verspüren diese innere Unsicherheit und wir verspüren die Bedürfnis nach Erdeelement, nach Sicherheit und Stabilität, ist gut, wenn wir in Vertrauen bleiben, weil dann kommt auch diese Heilenergie, dieser Heilprozess. Wir müssen das nicht unbedingt in Ausdruck bringen und verlangen nach einem Gespräch, sondern wir sollen das mit uns selbst klären und das heißt, die Ruhe bewahren und im Vertrauen bleiben. Die Energie ändert sich im laufenden Tag in eine sehr schöne Richtung. Erstens, die Mond vermittelt dann die Heilung. Die Sonne übergeht im Steinbock, sorgt dafür, dass Struktur kommt. Und Mars und Venus haben zurzeit eine sehr schöne und eine sehr enge Verbindung, so dass diese Liebe hat diese Beständigkeit. Mars befindet sich auch in Tierkreiszeichen Fischen, so wie Mond bei Sonnenaufgang. Die männlichen Personen nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen ist im Schütze.
Jupiter zeigt unsere Größe und sorgt für die Gerechtigkeit und öffnet unsere Augen für Ungerechtigkeiten, bringt auch Glück. Jupiter ist im Skorpion. Jetzt wundert euch nicht, dass ich so in die Reihenfolge gehe. Hat auch einen Sinn, weil Sonne herrscht über Sonntag, Mond herrscht über Montag, Mars herrscht über Dienstag, Merkur herrscht über Mittwoch, Jupiter herrscht über Donnerstag, dann kommt Venus und Venus befindet sich in Skorpion, Venus herrscht über Freitag, dann kommt Samstag und über Samstag herrscht Saturn und Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze. Und damit endet sich die persönlichen Planeten. Betont ist die Feuerelement, betont ist die Wasserelement. Kommt ein Wechsel, weil Sonne übergeht zum Steinbock, bringt uns mehr Erde, also mehr Realität, Bewusstsein, Sicherheit, Stabilität, sorgt, dass das etwas Struktur bekommt, also wird dann die Erde-Element betont. Es fehlt die Luft-Element, es fehlt die Leichtigkeit. Unser Planet Erde ist in Tierkreiszeichen Zwillinge, wird aber auch ändern, weil wenn Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock, dann wird unserem Planet Erde, und dieser Wechsel kommt, unserem Planet Erde übergeht in Tierkreiszeichen Krebs. Und hier ist auch die karmischen Knoten, die aufsteigende Mondknoten, sie stehen zwar nicht in einer engen Verbindung, aber löst etwas aus karmischen Themen und das hat auch mit unserem Planet Erde was zu tun, aber das symbolisiert auch unserem Zuhause, dass viele Menschen suchen ihren Heimat oder suchen ihren Zuhause, irgendwo ein Platz auf diesem Planet, wo das Gefühl bekommen, hier bin ich angekommen und das ist schon ein starkes Bedürfnis. Jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist im Widder, zeigt Umbrüche, Veränderungen. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und Uranus herrscht über unser Nervensystem. Mond wird aktivieren Uranus-Energie im Widder und das ist auch im Bereich Heilung, das ist auch eine Heilenergie, so dass wir vieles gelassener betrachten oder wir sollen auf unseren Gefühlen achten, dass wir nicht so schnell nervös sind, dass uns nichts aus der Ruhe bringen kann und somit entsteht hier eine Veränderung, wir brauchen diese Heilung. Neptun ist im Wassermann. Neptun zeigt Kreativität, Träume, Inspiration und die Wassermann-Energie gibt die Ideen dazu. Und Pluto zeigt die innere Kraft. Pluto ist im Schütze. Dieser Halbmond löst eine gewisse Spannung aus, aber es ist nur Vormittag spürbar. Dann übergeht Mond im Widder und dann beruhigt sich das alles. Gleichzeitig steht in eine Heilenergie, kommt Heilung und Mond, Mars stehen in einer engen Verbindung.
nicht Mond, Venus und Mars, genau, Venus und Mars stehen eine enge Verbindung. Venus ist im Skorpion, Mars ist im Fischen, zwei Wasserelementen. Und es handelt sich bei beiden um die Gefühle Mann und Frau hier im Wasserelement in eine sehr innige, vertraute, schöne Verbindung. Und hier handelt es sich um Partnerschaft, Liebe, Gefühle, Gefühle zeigen, Gefühle annehmen. Das kommt im Fluss. Wir sollen das auch vertrauen. Und die Mondenergie im Widder bewirkt etwas und das ist eine Art Heilung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.